Hi, hier Laserscanning TV, Laserscanner News, die erste Folge in 2022. Ich habe mich natürlich hier wieder schlau gemacht, bringe euch wieder News aus dem Hardware-Bereich, von Veranstaltungen. Zubehör haben wir diesmal nicht, Software-Sachen kommen noch, aber sehr viel Hardware, sehr viel spannende Sachen und auch ein paar Methoden aus dem BIM-Bereich. Und wenn euch das interessiert, bleibt wie immer dran. Ja, ich weiß ja nicht, was ihr hier über die Feiertage so gemacht habt. Ihr habt bestimmt Geschenke ausgepackt. Apropos Geschenke, ich habe hier so einen schönen Hoodie gekriegt hier von den Jungs von PointCap. Das finde ich natürlich echt stark, ja, dass die mir so ein Ding gekommen zukommen lassen haben hier. Aber ich habe jetzt nicht nur Geschenke ausgepackt, wie ich euch das schon gesagt habe, sondern ich bin hier hart durch den Markt gegangen und habe für euch wieder die neuesten News rausgesucht. Und die stelle ich euch jetzt mal vor. Also, wir fangen an mit der deutschen Firma Blickfeld hier. Und Blickfeld, die haben hier auf der CES, also dieser Consumer-Messe in Los Angeles, hier eben ihren ersten smarten 3D-Lidar vorgestellt an der Seite von ihrer Percept-Software. Also wie gesagt, die haben eine neue Software vorgestellt. Dann haben sie hier unten ihren Lidar QB2, nennen die sich den. Der kombiniert hier diese MEMS-Technologie, also einen Scanner ohne mechanische Teile. Den hatten sie schon. Und hinten haben sie da im Prinzip eine eigene Computereinheit rangehangen, wo diese Percept-Software draufläuft. Und deshalb ist das ein smarter Sensor. Das ist jetzt so hier die Aussage. So, dann geht es hier mal ein bisschen weiter. Mischen wir jetzt mal hier beim nächsten rein. Unsere Freunde hier von Carta haben auch was bekannt gegeben. Carta ist auch im Slam-Bereich, sieht man hier so, haben verschiedene Geräte hier. Ich zeige es mal ganz kurz. Die hatten mal mit dem Carta Contour angefangen, war auch sehr stark mit Visual Slam. Jetzt sind sie mehr auf die Slam-Base gegangen, hier Stencil Pro und Stencil. Und mit dem Stencil, da haben sie jetzt wohl hier bekannt gegeben, dass die zusammen mit FLIR da eine Kooperation gemacht haben fürs amerikanische Militär und so Ingenieurbüros, die da unterwegs sind. Kriegen da 15,7 Millionen, haben sie da einen Vertrag unterschrieben. Also beide Unternehmen, die finden es auch ganz cool, weil die sitzen, ich muss es hier größer machen, die sitzen beide in Pittsburgh hier und freuen sich da natürlich, dass sie da zusammenarbeiten können. Und das Interessante ist, man sieht es hier unten, also FLIR, werdet ihr vielleicht einige kennen, das sind ja die Infrarotkameras und machen die hier die Sensoren zusammen, also den SLAM-Sender für die Lokalisierung. Und die FLIR-Sache dann, um hier eben Wärmebilder zu erzeugen. Ich glaube, da geht es ja wohl wirklich echt um militärische Anwendungen. Das könnt ihr euch ja vorstellen, worum es hier geht. Aber das Interessante ist an der ganzen Sache, man natürlich grundsätzlich die Idee, jetzt Sensoren zusammenzubringen, macht natürlich Sinn. Hier geht es natürlich mal ein bisschen um irgendwelche Beispiele, wo Carta schon genutzt wurde. Hier Atomenergiebehörde hat das eben genutzt. Die haben den Stencil 2 genutzt und dann einen Radiation-Sensor mit drauf gesetzt und geguckt halt, wo da was strahlt und konnten das halt wahrscheinlich, also man könnte auf einen Roboter draufschrauben oder so, was da durchfährt halt, wo man nicht da sein muss. Oder zum Beispiel, dass man mit verschiedenen Sensoren halt zum Beispiel nach Munition sucht, also nicht gefundene Munition, zum Beispiel auf militärischen Übungsplätzen. Und das ist natürlich da interessant, vielleicht in Areas, wo man schlecht GPS bekommt. Also wie gesagt, das ist eine coole Sache, was die da gemacht haben. Also nicht jetzt das Militärische, das ist Geschmackssache, aber Militär bezahlt auch viel Innovation. Aber dass man die Sensor Fusion macht, das finde ich halt interessant. Dann kommen wir mal, hatte ich hier noch was im Bereich Sensor Fusion, das wollte ich hier noch mal zeigen. Hier gehen wir mal hin, hier ist nämlich auch Sensor Fusion. Bei Leica gibt es nämlich auch Sensor Fusion. Die stellen hier ihren neuen Chiroptera, den hatte ich schon mal erwähnt, den Namen hier in der frühen Folge vor. Und die haben halt hier eine Mischung aus einem normalen Lidar mit zusammen mit einem grünen Laserlicht und können damit quasi quasi Uferbereiche und in bis 25 Meter ins Wasser reinmessen. Ihr bathymetrischer, also ihr Wassersensor macht 140.000 Punkte und Full Waveform und die anderen machen 500.000 Punkte, können hier bis 25 und die haben auch noch eine Kamera mit drin hier irgendwo verbaut, das wird das sein und somit wollen sie halt da Küstenmonitoring und solche Sachen machen. Ja, also so. Dann gehen wir mal zurück, jetzt kommen wir noch weiter zur Hardware. Da haben wir hier ein bisschen Nevis hier, auch deutsches Startup hier. Die geben bekannt, dass sie hier auch frisches Geld gekriegt haben. Irgendwie haben sie, glaube ich, wurde hier 20 Millionen haben sie wohl von der European Investment gekriegt und dann wurde es noch irgendwie aufgestockt auf 25 Millionen, wenn ich das richtig verstanden habe. Da sind die mal eins mit der Best Funded Deep Tech Startup in Europe. Jetzt haben gesamt 85 Millionen gekriegt, glaube ich, stand hier irgendwo auch drin. Und wollen damit halt ihre Skalierung machen. Also die Skalierung von ihrem Geschäftsmodell, das ist wo, und Skalierung und Ausweitung. Ja. So, dann haben wir hier eine andere Firma, war aber gerade mal von Aktienkursen, habe ich mir mal geholt hier. Da haben wir unsere hier Matterport zum Beispiel hier. Die hatte ich ja mal berichtet, dass die hier fast eine Milliarde wert sind angeblich im Sommer. Und ich habe mir einfach das Thema mal aufgegriffen. Und wenn man jetzt aber sich mal hier diesen ganzen, ich glaube, die sind ja gemerged, wenn man sich mal den Kurs anguckt, ich hatte mal hier vom Sommer berichtet, da waren die nämlich hier übelst hoch hier, da waren die hier Spitzenkurs bei, was haben wir hier irgendwie,
hatten die da 30 Dollar, high 34, wir sind so auf 11 Dollar runter, also fast schon Penny-Stock, wenn ihr hier einsteigen wollt. Also da sieht man natürlich auch, wie schnell das gehen kann, das ganze Thema, weil das ist Hightech. Da habe ich auch mal einen schönen Bericht gefunden, hier zum Beispiel im Handelsblatt. Wir werden bilden, aber kein Geschäftsmodell, so viel Substanz steckt in Deutschlands Einhörnern. Also wie gesagt, man darf hier werden hohe Summen bezahlt, aber hier gibt es eben einige Insider, die hier schon vor Blasenbildung waren, wenn da kein wirkliches Geschäftsmodell hintersteckt. Das ist jetzt aber hier, glaube ich, nicht bei denen der Fall, die wir uns jetzt angeguckt haben. Die haben ja laufende Geschäftsmodelle. Aber die hohen Bewertungen haben teilweise, entspricht jetzt vielleicht nicht unbedingt immer dem Umsatz, der da gemacht wird halt. Ja? Aber da wollen wir gar nicht so tief eingehen. Ich gehe mal weiter hier. Hier hat Esri noch was gelauncht, dass die haben den ArcGIS IPS, also das ist so ein Indoor-Navigationssystem. Funktioniert folgendermaßen, funktioniert mit eurer App. Ihr müsst euch dann eine Software runterladen von ArcGIS. Und die bauen dann hier, das haben sie irgendwo geschrieben, jetzt müssen wir mal gucken. Im Gebäude müssen dann Sensoren verbaut werden. Das haben die hier irgendwo, hatten die das erwähnt. Ich hoffe, ich finde, nochmal die Cookies zulassen hier, dann haben wir noch was zu sehen hier auf der Webseite. Und die, also im Prinzip haben die so GPS-Antennen, ja, also eigentlich GPS-Antennen ist falsch, sondern die haben, bauen da, hier haben wir es irgendwo stand es drin, dass die, genau, hier steht es drin, dass die haben hier, also die haben eine mobile App und die erlaubt halt Radiosignale von Bluetooth Low Energy BLE-Sensoren. Also die baut man da im Prinzip im Gebäude auf, die strahlen aus und darüber kann man natürlich über so eine einen räumlichen Schnitt natürlich dann die Position berechnen und quasi sich auf dem Handy indoor navigieren halt, ja. Im Prinzip geht es darum, dann wahrscheinlich Sachen zu finden hier in der Geschichte. Ja, so. Also da stellen die zur Verfügung, einfach mal so eine Randinformation, weil es ja ein bisschen aus dem Kartierungsbereich ist. Dann habe ich so noch ein paar Sachen gefunden, die vielleicht interessant sein können hier. Habe ich hier mal so ein bisschen, geht es hier um die Trends hier. Also was sind die Trends hier? Geospatial Technology. Da auch gleich nochmal eine Info, hier die GeoWeek, also da gibt es hier die, die Messe, die ist jetzt in 2 Wochen, also Anfang Februar in Denver und die haben wir hier mal ein paar Infos gegeben, was wird in 2022 im Geospatial-Markt interessant sein. Hybride Sensoren, hybride Methoden, hybride Workflows, habt ihr ja vorhin schon gesehen halt, ne? Wir tun hier irgendwie verschiedene Sensoren zusammenbauen. Das ist hier ein großes Thema, eben kollogierte Punktwolken, andere Informationen mitzunehmen, hier bathymetrische Leiter, Multispektralsensoren, also eine Sachen, das sehen die hier. Dann eben größere Datenmengen und das in der Cloud und vielleicht, dass man eben auch ja, bessere Visualisierungstools hat oder da weitergeht. Verschiedene Sachen nutzt, sehen sie auch noch als Dings und dass eben der Geo- und der BIM-Markt mehr zusammengehen. Und das ist hier, es ist natürlich jetzt was für die USA, die sehen natürlich große Sache da im Infrastrukturbereich, dass, wer das verfolgt hat, der hat dann mitgekriegt, dass der Joe Biden da ein bisschen was gesagt hat, dass die Amerikaner da mal ein bisschen in ihrem Infrastrukturbereich da was machen müssen. Ja, so, ich trinke mal schon Wasser kurz zwischendrin. Ich gebe dir nochmal auch hier so ein paar Infos zum 3D-Trend und da geht es eben dahin, bessere Zusammenarbeitung und bessere Connections. Drohnen fürs 3D-Scanning, da habe ich auch gerade echt einen Call gehabt mit Amerika, die haben mir das nämlich auch gesagt, dass das da total der Hit ist. Das geht da völlig ab halt, ja. Also sind wir hier in Deutschland wieder ein bisschen schlecht dran, weil wir diese ganzen Flugregulierungen haben und natürlich auch nicht so eine riesen Bereiche. Wie gesagt, das ist jetzt nicht so, aber ich habe mit welchen gesprochen, die da echt so Händler, die da mal hier noch DJI-Drohnen mit rausgeschoben haben, die haben dann jemals im Jahr 50 Stück verkauft oder so. Das ist schon echt ein bisschen crazy. Und das ist ja nur ein Händler halt, nicht der ganze Händler für die ganzen Staaten oder so. Ja, dann die Integration von Scans mit verschiedenen Sensoren. Da haben wir auch noch ein paar interessante Themen, weil da brauchen wir auch passende Software. Vielleicht eine Chance für Third-Party-Software. Und Augmented Reality könnte ja auch in den Markt mit reinkommen. Ja, so ein bisschen, das ist die News, die ich hier gefunden habe, die Trends für dieses Jahr, was hier gesagt wurde, also nicht meine Trends, sondern die hier rausgefunden wurden von der GeoWeek. Ja, zum Thema BIM habe ich auch noch was gefunden. Da war die Royal Vereinigung der Chartered Surveyor, hat da was rausgegeben in England. Die haben sich hier mit dem Thema beschäftigt. Ich gehe nochmal kurz rein hier, stopp hier. Future of BIM im Bau- und Infrastrukturbereich. Dann fand ich hier ganz gut, das kam hier auf Seite, ich hoffe, hier genau, die Dimensionen auf BIM, das ist halt wichtig.
Und wir sind ja gerade mal hier in 3D in Deutschland. Und die Idee, wo man das eigentlich hinführt, ist, dass es noch ein 4D gibt für Zeit, ein 5D für Kosten, für 6 ist für die Nachhaltigkeit, 7 für Facility Management, das nutzt, und 8 für Health and Safety. Also das kann man noch sehr stark ausbauen. Und es gibt hier auch noch ein paar Änderungen mit diesen Standards hier, mit den Bezeichnungen. Aber ich will hier mal ganz zum Schluss hingehen hier. Also eins war noch sehr interessant, das ist die Geschichte. Das will ich euch nochmal kurz zeigen. Da haben sie nämlich eine schöne Grafik hier gemacht, wie das da entstanden ist halt. Also die haben 2008, haben die mal sich da hingesetzt. Dann haben die 2010 da mit dem ersten Thema da angefangen. Und dann gab es Standards und irgendwie gab es hier die Task Group. Und dann ging das so 2013, 15 ging das dann so los oder hier so 14 oder so. Da kann ich mich super dran erinnern. Da haben meine Kollegen damals, wo ich bei Faro war, es war ja nicht bei Faro, aber ich habe noch viel Kontakt gehabt, da lief das unglaublich, was die da an Scanner verkauft haben, weil da eben diese ganze Planungsphase dann im BIM-Sektor da gemacht wurde. Man musste das in 3D aufmessen, war da ein ganz großer Hype zu der Zeit. Jetzt muss ich wieder drehen hier, damit ich hier gucken kann. So, und sind jetzt ein paar sehr... Worum geht es dann auch, dass man eben zum Anfang hat man nur isolierte Projekte gemacht, dann hat man kleine Daten, wenn man dann ganze Assets macht und Data-Analyse, wenn die Daten größer, wenn man Smart City macht, hat man halt richtig viele Daten. Und es geht aber einfach darum, wie sitzt denn jetzt hier wie sitzt denn jetzt hier der Vermesser mit drin? Und da würde ich ja mal ganz hier zum Schluss mal reingehen, weil da gibt es eigentlich eine relativ coole Dings. Es gibt halt, wie gesagt, Möglichkeiten, einmal diese BIM-Definition, Strategie hat man festgelegt und jetzt ist es halt wirklich im Framework auf ISO basierend, wie das gemacht wird. Und hier sieht man halt die verschiedenen Technologien, die da eingesetzt wurden. Automatisiertes Design, 3D-Print kam hier so, Blockchain, hier 5G, Machine Learning, AI, Digital Twin, Smart Building, VR und jetzt kommt das ganze Drohnen-Thema hier aktuell mit rein. Und wie gesagt, Drohnen werden ja oft so von Vermessern oder Drohnenleuten betrieben. Und das ganz Interessante ist es eben hier in die Big Data Geschichte und dass man eben, hier unten war nochmal irgendwas, quasi dann auch bei Smart Cities über Digital Twins redet, dass man eben digitale, also das Realbild nachbaut in irgendeiner Form. Dafür braucht man ja auch Leute, die erstmal das erfassen, ja, und darstellen. Also das ist schon eine Aufgabe. Und die sagen jetzt zum Schluss eben, dass das hier ein extremes Potenzial hat, dass es super schnell geht, die automatisierten Techniken, und dass hier die, also hier New Technology Developed Expansional Speed, und geben sehr viel Opportunities für den, auch den Vermesser in seinem Beruf, und er muss jetzt eben Verantwortung übernehmen, die Challenge anzunehmen und sich da diese Technologien zu adoptieren in seine Workflows, um dann einfach ein sagen wir mal, guten Service da in dem BIM-Prozess den anderen Projektpartnern anzubieten. Und dann gibt es hier eben einen Anschluss, wie man eben, welche Möglichkeiten da sind. Ja. Und ja, ich habe da hier, hier steht auch relativ viel zu Details drin. Aber ich fand das hier sehr interessant, weil die hier ein extra Paper noch gemacht haben. Das ist ja hier sehr lastig. Hier gibt es nämlich einen extra Anhang. Und den fand ich ganz cool. Und irgendwie Big Data, wie das eben quasi alles zusammenhängt und wo das herkommt. Und das möchte ich euch jetzt mal ein bisschen zeigen. Und da schreiben die immer so, wo der Vermesser da oder der Datenerfasser da seine Chance hat. Mit, also einmal, was sind große Daten? Ja. Und wo der seine Chance hat, in diesem Prozess mitzuwirken halt. Ja, also hier sieht man zum Beispiel, dass auch the knowledge of the Hierarchie, also einmal die Daten, da sind die Informationen drin, da muss man halt auch Wissen haben und dann kann man die Daten verstehen. Das sind dann hier Expertisen, die man haben sollte. Domänexpertise, Datenexpertise und analytische Expertise. Das sehr Interessante ist, man sagt halt, welche Berufe sind hier von der Automatisierung, also betroffen, Ranklist und wie stark die eben automatisiert werden können. Platz 40, Surveyor könnten 68, ist es der Platzrang mit 0,96, wogegen der Survey Engineer halt 0,38, Platz 41 hat. Und Civil Engineer ist noch weiter unten, 619 mit einem relativ geringen Grad. Ne? Und am besten sind Hydrologen halt, vielleicht sollte man das machen halt. Aber nein, aber man sieht halt, dass der Surveyor ja schon ziemlich weit mit hinten in der Liste ist halt. Ja? Also da ist ein Real Estate Sales Agent halt weiter vorne angesiedelt. So,
Der Speed ist halt recht schnell. Das ist klar, das wird hier jedem verständlich sein, der sich diesen Kanal anguckt. Und hier ist zum Beispiel die intelligenten Gebäude und was da der Vermesser mit beitragen kann, dass die eben sich halt mit den Daten beschäftigen, mit der Analyse von den Gebäuden, mit Überwachung. Und da hat er natürlich Chance, in diesem Prozess mitzuwirken, eben weil eben die Gebäude sich ständig ändern, also der Bedarf an aktuellen Daten ist. Ja, dann das zweite ist Open Urban Data, ne, das ist an sich geschrieben. Hier haben wir Smart Cities, da ist natürlich auch für den Vermesser, der hat natürlich die ganze Expertise über die ganze Vermessung. Der muss aber verstehen, dass er in dem neuen Environment, dass er versteht, dass jede Stadt anders ist und andere Bedürfnisse hat an die Datenerfassung, die er machen kann. Und dann haben wir hier hinten nochmal, hier gibt es halt auch, wo hier der Staat Geld ausgibt. Also für Smart Cities zum Beispiel, China geht da richtig voran, Indien möchte 100 Cities in Digital India machen, in die UK gibt es halt das BIM News und in den United States machen die 40 Millionen Columbo, Ohio, ne? Das ist auch nicht so wild. Aber hier geht es auch die Adaption von smarten Technologien für eben Gebäude und Infrastruktur, eben die werden diesen Sektor transformieren und da müssen die Professor, also die Beschäftigten da halt gucken, wo sie da ihre Expertise entwickeln, um in diesem geänderten Markt halt mit dabei zu sein halt, ja. Aber zum Schluss gab es hier auch nochmal ein schönes Conclusion und da stand das irgendwo hier so drin, ganz cool so, dass eben hier drin steht, dass die Vermesser, die müssen halt eben jetzt quasi, wie ich das vorhin schon mal gesagt habe, diese neuen Technologien annehmen und gucken, wie man die quasi nutzen kann, um da den Kunden die richtigen Daten zu liefern. Also das ist der große Vorteil, wie die Vermesser von dem steigenden BIM-Bedarf halt mit profitieren können. Und wer sich hier gleich mal bilden will, den kann ich mal folgendes Buch hier empfehlen. Hier vom Martin Bormann, André Bormann, es gibt noch andere, ich kenne halt den, da haben noch ein paar mehr Leute mitgeschrieben. Und das ist die zweite Auflage vom Thema Building Information Modeling. Könnt ihr jetzt irgendwie, müsst noch nicht liefern, könnt ihr vorbestellen. Gibt es hier, glaube ich, bei dem Verlag und auch, das kommt aus dem Springer Verlag, da könnt ihr es auch bestellen. Ja, und damit wechseln wir zum nächsten Thema. Ja, und zum Schluss haben wir hier noch was aus unserem eigenen Bereich hier. Wir haben hier ein paar Sachen gemacht. Einmal gibt es hier in den Anwenderberichten, gibt es ja Punktwolken exportieren, wie ihr nur den gewünschten Bereich aus einer Punktwolke exportiert. Hier gibt es das für Recap, für Farosin und für PointCap. Verlinken wir unten, könnt ihr nachlesen. Hier gibt es ein White Paper, Wohnflächenverordnung versus die 277 in der Mietflächenberechnung und das mit VHS-Bild, wenn euch das interessiert. Wo geht wo? Dann könnt ihr euch das vollständige White Paper hier runterladen. Wir haben dann hier mal das Thema, wie kann man nicht mehr Umsätze generieren durch Punktwolkenvisualisierung. Da mache ich euch hier unten mal kurz das Video an hier. Da haben wir ja bei uns hier Arena 4D, seht ihr ja hier. Und das ist ja ein cooler Videogenerator auf Punktwolkenbasis. Also könnt ihr verschiedene Scandaten reinschieben und solche schönen Animationsvideos erzeugen. Infos findet ihr dazu bei uns im Webshop. Wenn ich mache mal unten noch einen Link rein. Ja, und dann gehe ich mal weiter hier. Haben wir noch ein Video, ich zeige es jetzt euch nicht. Was ist ein Handscanner? Sagt, findet ihr hier auch in der Videoliste. Und ganz zum Schluss haben wir zwei Jobs noch bei uns aktuell. Wir suchen jemanden im Vertrieb in Süddeutschland, also hier Baden-Württemberg, Bayern, so, wenn ihr da aus der Ecke herkommt und hier euch die gern mit dem Thema Vertrieb von Laserscannern, Bodenradar, alles, was wir so haben, beschäftigen wollt, dann kontaktiert uns einfach hier. Da gibt es ja unter Kontakt, unter Karriere was. Und wir werden auch noch im Raum Krefeld da, also in unserer Westdepung Dangs noch wahrscheinlich noch einen Techniker oder einen technischen Ingenieur suchen, der eher im Bereich Service, Schulung und sowas tätig sein möchte. Also guckt da rein, wenn es interessiert, sonst kontaktiert uns einfach, schickt eine Bildbewerbung rum. Ich bin damit am Ende. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, ihr wisst ja, wie das mit dem ganzen YouTube-Kram funktioniert. Und ansonsten bleibt schön gesund und bis zur nächsten Folge. Euer Erik.